Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal MaxiFabTV. Und heute machen wir etwas ganz Besonderes, denn mein neuer Magnet ist angekommen. Den werden wir heute auspacken. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne Like und Abo da. Es sind zwei Klicks, die mich riesig unterstützen. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern fangen direkt an. So Freunde, da ist das gute Stück. Ich denke mal, es ist nicht besonders schwer. Da kann ich jetzt nicht so gut sagen. Ich kann euch jetzt leider keine Kilozahl nennen. Jedoch ist es so lang wie mein, also wenn ihr es jetzt seht, dann ist die Breite das hier so lang wie mein Unterarm ungefähr. Und von der Höhe her, ja, zweimal meine Hand ungefähr. Man kann sich das relativ gut vorstellen. Der ist zugeklebt, deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt mal ein Messer und dann machen wir den mal auf. So Freunde, ich habe mir jetzt hier mal ein Messer geholt. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier an den Seiten mal ganz vorsichtig auf. Damit wir schauen, dass wir drin nichts kaputt machen. Da sind nämlich auch Seile drin, ich habe keine Lust, sie durchzuschneiden. Wir machen jetzt hier mal beide Seiten auf und dann sollte das Paket eigentlich relativ gut aufgehen, wenn wir das hier oben auch noch ganz langsam aufschneiden. So. Ja, okay. Scheint zu funktionieren. So. Ich muss gerade gucken, was alles auf der Kamera drauf ist. So, schieben wir mal ein bisschen so hier hin. Machen wir hier auch mal auf. Und das erste, was ich sehe, ist Verpackungsmaterial. Das freut mich natürlich sehr. Das ist halt so. Okay. Da ist ein Lieferschein, den packen wir mal schnell weg. So. Ich sehe eine große Box. Ich kann mich hier mal gerade so hierher holen. Ich sehe eine große Box mit ganz vielen anderen Sachen. Einmal nämlich mit der Schutzhülle für den Magneten. Dann hätten wir hier ein Seil für den Magneten, denke ich mal. Da sind Handschuhe. Hier ist der total kleine Wurfhaken. Alter, ich hatte zwar vorher schon einen, aber der hier ist echt schwer. Wir legen das mal hier hin. Hier ist, wie erwähnt, schon die Schutzhülle. Das ist, damit der Magnet an Stein nicht zersplittert oder so. Oh, das Verpackungsmaterial nennt mich jetzt schon. Hier haben wir den Kleber, um den Magnet am Ende festzumachen. Das mache ich wahrscheinlich dann nach dem Video. Das möchte ich ungern im Video machen. Hier, wie erwähnt, schon das Seil. Und dann sind hier noch zwei Paar Handschuhe, die sind aber relativ, also da habe ich andere, die brauche ich nicht. Und hier haben wir jetzt eine ganz kleines, ja, eine ganz kleine Box, wie ihr sehen könnt. Das war Ironie. Die holen wir jetzt mal raus, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und dann können wir ihn hier auch endlich mal wegstellen. So. Bei mir steht jetzt halt gerade wirklich alles auf dem Boden, ne? Das ist so verdammt. Oh mein Gott. So, ich räume jetzt mal gerade kurz auf. Ich werde ihn nicht reinschauen. Ich glaube, es geht auch gar nicht auf. Ich glaube, ich muss noch irgendwas wegmachen. Ich räume jetzt hier mal gerade ein bisschen auf und dann sage ich euch, wenn es weitergeht. So, Freunde, ich habe jetzt mal zu einer etwas besseren Ansicht geswitcht. Hier seht ihr den Magneten. Ich würde sagen, wir machen den jetzt mal auf. Ah, ein bisschen seitlich aufmachen, weil hier, oder? Guck mal die Dinge raus. Ja, ich glaube, den müssen wir seitlich aufmachen. Dann drehen wir den ganzen Schmarrn mal um. Aber vorher schauen wir uns das hier auf der Rückseite nochmal an. Da stehen nämlich so ein paar Regeln drauf. Ich predige euch jetzt nicht Regeln. Keine Panik. Das ist der The Terror Magnet. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich glaube, es ist spiegelverkehrt. Egal. Nee, ist nicht spiegelverkehrt. Ihr solltet das lesen können, wenn ihr nah an den Bildschirm geht. Aber bitte macht euch nicht die Augen kaputt. Das ist der Barcode zu dem Ding. Ich glaube, den könnt ihr auch abscannen rein, theoretisch. Ja, hier stehen halt so ein paar Sachen, dass man sich an Defi halten soll, nicht an Kreditkarten, dies und dies und das und das. Das ist ein starker Magnet, der kann bis zu eine Tonne ziehen, also wirklich schon sehr stark. Den macht man dann später mit diesem Schraubenzeug hier fest. Und das hat mein Vater gerade eben mal ganz fix erklärt, wie das dann funktioniert und was das überhaupt ist. Das ist eine Art, also es ist ein Kleber. Und dieser Kleber soll sehr stark sein. Der trocknet in 2 Stunden oder so. Und wenn du das einmal dran hast, kriegst du das nicht mehr ab. Das heißt, du musst da sehr vorsichtig sein. Deswegen mache ich das auch später mit meinem Vater. Oder morgen, wenn er wieder da ist. Auf jeden Fall mache ich das dann mit meinem Vater. Und dann, wer ruft mich jetzt an? Was wollt ihr heute Morgen von mir? So, kurz telefoniert. Jetzt geht es direkt weiter. Ich glaube, wir müssen ihn hier in dem Ding aufschieben. Ja, das scheint richtig auszusehen. Und dann seht ihr schon, ich muss gerade gucken, dass das hier auf der Kamera drauf ist. Das ist relativ schwer. So, schieben wir mal auf. Dann haben wir hier den Deckel.
steht so wunderschön Magnetarfen drauf und das glänzt so schön. Und ich sehe das. Boah, traumhaft. Stellen wir ihn mal nach hier hinten und holen uns ihn hier mal ran. Da haben wir eine kleine Anleitung. The main resource is water. Jo, sieht ganz interessant aus. Assemble your magnets and rope, use the magnets on the website. Okay, weg damit erstmal. Das hier ist sehr wahrscheinlich die Anleitung, die total groß geschrieben ist. Werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Auf jeden Fall. So, dann würde ich jetzt mal sagen, hole ich euch jetzt mal gerade von hier weg. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir den von hier oben aufziehen. Oh, das geht nicht. Ich krieg das mit einer Hand nicht hin. Ne, will nicht. Ja, die Eule, die ist in Deutschland viel mehr, ich weiß. So, dann machen wir es doch wieder so. Stelle ich euch wieder hin. Ah, okay, da ist er. Da ist er. So. Da ist er. Da ist das gute Stück. Hier mit Schraube. Die werden wir dann später noch festkleben müssen. Das machen wir dann mit dem Zeug hier. Dann haben wir hier den Magneten an sich und der ist ordentlich schwer. Heilige Scheiße. So, schauen wir den mal hier ab. Jo, der ist auch ein gutes Stückchen groß. Ich kann ja hier mal gerade ein Maßband rausholen. Aber da seht ihr ihn auf jeden Fall. Das ist definitiv größer als mein letzter Magnet. Von dem gibt es leider keine Videos, denn die Magnete, die ich in den letzten Videos verwendet habe, das war gar nicht meiner. So, wir schauen jetzt mal. Ich stelle jetzt mal hier so daneben. Und schauen wir mal, wie groß der ist. Denn hier hat er. Oh mein Gott, das hat sich da gerade voll festgeklebt. Egal, gut zu messen. So ungefähr. 1, 2, 3, 4. Ja, so fast 5 cm. Oh nein, ich habe das Ding hier abgemacht. Das war jetzt da dran, jetzt ist es abgegangen. Egal, ja. Durchmesser. Ah! Durchmesser. Boah, 7 cm. Das ist schon gut so die. Oh mein Gott. Ah, das ist schon sehr solide, finde ich. So, jetzt muss ich das Ding immer wieder da einfädeln. Da war jetzt auch noch irgendwo ein Lieferschein dabei. Nach dem kann ich jetzt. Mann! Junge! Ja, ihr seht, der zieht ganz schön was an. Und wir packen. Jetzt mal hier das Maßband wieder weg. Wundert nicht, was auf den Boxen drauf steht. Packen wir das Maßband hier mal wieder rein. Machen wir wieder zu. Und dann, ja, da ist das gute Stück. Wiegt ordentlich was. Ich will jetzt nicht auf die Waage stellen, weil dann hängt er nur an der Waage fest. Wir stellen jetzt nochmal ab. Ich mache jetzt hier die Box nochmal zu. Damit wir hier. Ja, damit ich das gleich einfach wieder auf die Seite stellen kann. Und dann gehen wir noch mal gerade kurz den Lieferschein durch. Denn da hätten wir dann das Locking Glue Metal. Lock Glue Metal? Was ist das? Schauen wir das einfach gleich. Schauen wir, was übrig bleibt. Fangen wir von unten an. Der Triton XXL. Das sind die hier. Das sind die Handschuhe, die mir wahrscheinlich viel zu groß sind. Können wir mal ausprobieren. Nein, können wir nicht ausprobieren. Die sind zugeschweißt. Hier oben mit Plastik. So. Machen wir weiter. Dann hätten wir da den Magneten. Schieben wir den hier mal in die Mitte, würde ich mal sagen. Dazu hätten wir dann logischerweise das Cover, was man da drauf machen kann. Das hatte ich hier schon mal bisschen aufgepackt. Das kommt dann hier so drüber, damit der Magnet nicht an einem Stein zersplittert oder so. Schieben wir ihn hier nach vorne, stellen ihn dahinter. Weiter nämlich mit dem Haken. Der ist hier nämlich auch dabei. Den haben wir hier. Da hängt sogar noch ein Barcode dran. Aus Plastik, so hochwertig. Und dann hätten wir noch ein 8 mm breites Seil, 20 Meter lang. Ich denke, das ist eine ganz gute Ausbeute, die wir hier haben. Ja, es ist der Kleber, der übrig bleibt. Ach, Kleber ist ja Glue. Ich kann Englisch. Und der Kleber. Dann haben wir eigentlich alles soweit.
Ich bin sehr happy, dass er endlich da ist. Ihr werdet Magnetfisch-Videos bekommen, so viele ihr wollt. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Ganze so funktionieren wird. Ich werde euch auf jeden Fall, der erste Wurf mit diesem Magneten wird auf jeden Fall gepostet. Da bin ich mal sehr gespannt. Denn ich muss nicht nur das hier aufräumen, nämlich auch noch das Chaos hier hinten. Das ist auch noch voll Katastrophe, das auch. Da liegt, da kann ich nicht hinfilmen. Da ist der Lieferschein, da ist noch das ganze andere Zeug. Also hier muss noch ordentlich was aufgeräumt werden. Aber das war es auf jeden Fall wert für dieses hammermäßige Unboxing. Ich würde sagen, das ist mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Es sind zwei Klicks, die mich riesig unterstützen. Wenn euch das Video gefällt, sehr gerne machen. Und dann gehen zu Videos. Da werden noch ein paar kommen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Was auch immer ihr alles Schönes haben wollt. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.